Hallo und willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich euch mal alle Dinosaurier und Kreaturen von Prehistoric Kingdom zeigen möchte. In dem heutigen Video fangen wir mit den 18 Theropoda aus dem Spiel an und da haben wir als allererstes den Acrocanthosaurus. Dieser ist ein 4-Sterne-Dinosaurier und fällt natürlich besonders durch seine bullige Körperform auf. Es gibt drei verschiedene Skins, welche meiner Meinung nach alle richtig gut aussehen. Oben links seht ihr jetzt mein Bild, wo ihr dann auch mal bei dem Acrocanthosaurus die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein erkennen könnt. Und unten rechts seht ihr, wie er in den verschiedenen Wachstumsstufen aussieht. Das hier ist die Genanimation von dem Acrocanthosaurus. Und das hier die Rennen-Animation. Als nächstes haben wir einen meiner Favoriten unter den Fleischfressern, nämlich den Allosaurus. Dieser ist eine 5-Sterne-Attraktion und kommt auch wieder mit drei richtig gut aussehenden Skins. Oben links seht ihr jetzt nochmal die verschiedenen Unterarten, die es bei dem Allosaurus geben wird. Die unterscheiden sich dann auch so ein bisschen von der Körperform und natürlich von der Körpergröße. Und unten rechts seht ihr dann wieder die verschiedenen Wachstumsstufen. Zu guter Letzt könnt ihr jetzt nochmal ein paar Animationen sehen. Dieses Video von den Animationen ist allerdings schon ein bisschen älter, deswegen kann es natürlich sein, dass die Animationen im fertigen Spiel dann noch ein wenig schöner aussehen werden. Und jetzt kommen wir zum Baryonyx. Dieser hat in Prehistoric Kingdom 3 Sterne. Und kommt auch natürlich wieder mit drei verschiedenen Skins. Hier könnt ihr jetzt wieder die verschiedenen Wachstumsstufen sehen. Ich finde besonders krass, was für massiven Körper der Baryonyx hat, wenn er dann komplett ausgewachsen ist. Und auch hier haben wir wieder eine Genanimation. Und natürlich auch eine Rennen-Animation. Der nächste auf der Liste ist der Carnotaurus. Dieser hat eine Bewertung von 3 Sternen und kommt auch wieder mit 3 richtig schönen Skins. Mein persönlicher Favorit ist der Yellow Band Skin. Oben links könnt ihr jetzt wieder den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein sehen. Dieser ist aber wirklich sehr, sehr gering nur. Und unten rechts seht ihr dann wieder die verschiedenen Wachstumsstufen. Auch hier haben wir noch einmal die Genanimation. Und natürlich die Rennanimation, bei welcher man schon sieht, dass der Kano wirklich super schnell unterwegs ist. Und der nächste Dinosaurier auf der Liste ist der Ceratosaurus. Dieser ist eine 3-Sterne-Attraktion und hat sehr, sehr auffällige und knallige Skins. Hier könnt ihr jetzt nochmal den Ceratosaurus mit seinen verschiedenen Skins und in den verschiedenen Geschlechtern sehen. Leider gibt es für diesen noch nicht so viel Bildmaterial und deshalb geht es jetzt schon zum nächsten Kandidaten. Und das ist der Coelophysis. Ein kleiner Fleischfresser mit einer Bewertung von 1 Stern. Auch dieser kommt natürlich wieder mit 3 Skins und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass einer der Skins davon Toast heißt. Vielleicht weiß ja einer von euch, woran das liegt und kann es in die Kommentare schreiben. Und auch bei diesem haben wir wieder ein Foto, wo man die verschiedenen Unterarten dann erkennen kann. Diese haben dann wieder teilweise verschiedene Kopfformen und zum Beispiel der ganz links hier hat so ein paar Härchen auf der Nase. Also die unterscheiden sich alle so ein bisschen.
Und hier sehen wir dann auch nochmal wieder die verschiedenen Wachstumsgrößen. Ich glaube, das kleine Baby wird dann später im Spiel richtig winzig sein. Kann man dann gar nicht erkennen im hohen Gras. Der nächste ist der Dino Kairos. Über diesen gefiederten Theropoden habe ich im Internet leider nicht ganz so viele Informationen gefunden. Das heißt, ich kann euch leider nicht verraten, wie viele Sterne der hat oder wie die verschiedenen Skins aussehen. Aber wir haben dieses tolle Bild, was ihr schon im Hintergrund seht. Und wir haben auch noch diesen kurzen Ausschnitt, wo man ihn dann auch mal in Bewegung sehen kann. Unser nächster Dinosaurier auf der Liste ist der Dilophosaurus. Dieser ist auch ein kleiner Fleischfresser mit einer 2-Sterne-Bewertung und 3 sehr coolen Skins. Und auch hier haben wir wieder ein tolles Bild, wo man wieder die verschiedenen Wachstumsstufen sehen kann. Und der nächste auf der Liste ist der erste Pflanzenfresser, nämlich ein Gallimimus. Dieser ist eine 3-Sterne-Attraktion mit einem wunderschönen Federkleid und auch 3 wirklich tollen Skins. Auch bei diesem haben wir wieder ein Foto von den Unterschieden zwischen Männlein und Weiblein. Da sieht man dann auch gleich, dass die Männchen viel farbenfroher sind als die Weibchen. Ist ja häufig so in der Tierwelt, auch heutzutage. Und hier sehen wir jetzt nochmal die Genanimation. Und auch die Laufenanimation. Jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen Fleischfresser, nämlich dem Guanlong. Dieser hat eine Bewertung von 1 Stern und hat wirklich sehr schöne und farbenfrohe Skins. Die sehen alle 3 wirklich richtig cool aus und ich mag auch die Federn von dem Guanlong. Ansonsten habe ich nochmal dieses wunderschöne Bild für euch, wo ihr nochmal alle 3 Skins nebeneinander seht. Und als nächstes haben wir ein ganz besonderes Urzeitwesen, nämlich den Mikroraptor. Dieser bekommt in Prehistoric Kingdom sein eigenes kleines Gehege, nämlich so einen kleinen Vogelkäfig. Denn dieser hat Flügel und kann mit diesen von Baum zu Baum durch die Gegend gleiten. Ich finde diese Animation, wie er so durchs Gehege fliegt, sieht schon richtig, richtig cool aus. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit wir das Ganze dann auch noch selber gestalten können, also dieses kleine Gehege. Und damit kommen wir schon zum Oviraptor, welcher eine 2-Sterne-Attraktion ist. Auch dieser kommt mit 3 sehr coolen und farbenfrohen Skins und auch einem schönen Federkleid. Hier habe ich dann nochmal ein Foto, wo ihr wieder die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein sehen könnt und die verschiedenen Skins. Und auch hier fällt wieder auf, dass die Weibchen auf jeden Fall nicht ganz so farbenfroh sind wie die Männchen. Und jetzt kommen wir zu dem Spinosaurus. Über den gibt es leider auch wieder sehr, sehr wenige Informationen. Ich habe hier leider lediglich dieses Bild gefunden. Da kann man dann schon mal sehen, wie er dann vom Model her später aussehen wird. Und als nächstes haben wir den Torvosaurus. Dieser hat in Prehistoric Kingdom 4 Sterne und auch 3 sehr coole Skins. Auf diesem Screenshot könnt ihr den nochmal in einer wunderschönen Graslandschaft sehen. Und dann gibt es sogar wieder ein wenig Videomaterial. Das sieht wirklich alles super stimmig aus und wunderschön. Und dann kommen wir schon zum König unter den Dinosauriern, nämlich den Tyrannosaurus Rex. Dieser hat selbstverständlich eine Bewertung von 5 Sternen und ist der erste Kandidat mit 4 verschiedenen Skins. Und
Und auch hier haben wir wieder ein Bild, wo man die verschiedenen Wachstumsstufen sehen kann. Und auch beim Rexy gibt es ein paar wundervolle Videoaufnahmen. Und zusätzlich gibt es dann noch ein paar tolle Screenshots, wo man den Tyrannosaurus Rex auch mal mit Fell sehen kann. Unter anderem in einem wunderschönen Schneegehege, wie sie beide da liegen und gerade wahrscheinlich schlafen gehen oder wachen. Auf diesem Screenshot sieht man den Tyrannosaurus nochmal in einem dicht bewachsenen Wald. Und zu guter Letzt sieht man ihn hier nochmal, wie er gerade am Fressen ist. Und als nächstes kommt der Utahraptor. Dieser hat ebenfalls eine Bewertung von 5 Sternen und kommt mit 3 verschiedenen Skins und auch einem wundervollen Federkleid. Hier haben wir nochmal einen schönen Screenshot von einem Utahraptor in einer Wüstenlandschaft. Dann könnt ihr hier nochmal die 3 verschiedenen Skins nebeneinander sehen. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal die unterschiedlichen Wachstumsstufen. Und dann kommt direkt ein weiterer Raptor, nämlich der Velociraptor. Dieser hat neben seinem Federkleid auch wieder 3 richtig schöne und farbenfrohe Skins. Und dann haben wir hier nochmal ein Bild, wo ihr dann die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein erkennen könnt. Das hier ist die Laufanimation von dem Velociraptor. Und das hier ist die Rennenanimation. Und der letzte Theropoda für heute, das ist der Utyrannus. Dieser hat eine 2-Sterne-Bewertung und ist auch gefiedert. Außerdem bringt auch dieser 3 wunderschöne Skins mit sich. Und hier haben wir nochmal einen Screenshot, der ist allerdings schon ein bisschen älter, aber dann kann man schon mal ganz gut sehen, was für ein schönes Fell der hat. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal ein schönes Bild, wo ihr die verschiedenen Skins und Geschlechter nochmal nebeneinander sehen könnt. Und ja Leute, das waren alle 18 Theropoda von Prehistoric Kingdom. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.